Moin, Mann. Herzlich willkommen zu Let's Play World of Tanks. Da war irgendwie gerade voll der Lag bei der Aufnahme, beim Aufnahmestarten. Egal. Wir haben jetzt mal wieder die 8er TDs rausgeholt. Rombe. Boah. Geht gar nicht. Aber finde ich sehr schön. Geht sogar ziemlich gut. Geht so gut, eben. Wir fahren drinnen bei den Schienen. Die Runde sieht ziemlich gut aus. Wir werden vom E25 gecarried. Und die Gegner haben Tomaten. Tomaten? Tomaten. Wir haben aber auch Tomaten, vor allem unsere 8er Heavies. Ja. Die sehen nicht so schick aus. Ja, die gegnerischen 8er Heavies sind auch in sich so. Da frage ich mich wieder, wie kann man 10k und 11k Gefechte haben und dann so eine Effektivität, wa? Ja, das sind einfach so Osteuropäer, die auf einer ISDN-Leitung spielen und dann Hallo? Auch irgendwie... Hallo? Beleidige man nicht Osteuropäer. Ja, nein! Das Ding ist... Julian, jetzt denken alle... ...schlechte Leitung nicht mehr, Mann. Das Internet missversteht mich nicht, ich glaube an das Internet. Ich nicht. Doch, eigentlich schon. Oh, aber das Internet will dich missverstehen, Julian. Ja, das ist das andere Problem. Ich will dich auch missverstehen. Also, was hast du gegen Osteuropäer? Sehr schön, ja. Ja, nee, und dann gleichzeitig sind die halt irgendwie betrunken. Also, ganz egal, was Osteuropäer. Jetzt geht's aber los, ey! Jetzt geht's aber los mit den Vorurteilen, ey! Bist du auch ein bisschen betrunken? Ja, viele Leute betrunken wie der Tee. Und dann, ja, wird das halt einfach schlecht, wenn man raged und Teamkills macht und so. Ah, ich glaube, das geht voll ab, ey. Ja, ich kann es trotzdem nicht verstehen, wie man mit so viel Gefechten so scheiße ich kann's sein kann. Ich kann es auch nicht verstehen, aber ich kann es nachvollziehen. Ich glaube eher, dass das gekaufte Accounts sind oder was weiß ich, weißt du? Und die sind ja richtig in die Scheiße geritten worden. Ach, du meinst, die alle so richtig China gefarmt wurden, wie früher in WoW? Ja, das hatten wir schon mal. Nee, aber ich kann nicht verstehen. Wie man so scheiße ist, wie man dann so lange so viel Bock auf WoT hat, dass man 10k Gefechte zusammenkriegt. Weiß nicht, irgendwelche Hartz IV-Russ würde ich auch vielleicht so vermuten, die so... Was? Das ist jetzt aber noch ein härteres Vorurteil als Russen, Nein, also ich meine nicht die guten Hartz IV-Russ, ich meine die... also... Oh nee, warum kommt da jetzt ein Scout an? Die guten Hartz. Gute Arbeitslose, ja gute Arbeitslose, nenne ich nicht Hartz IV-Russ. Hartz IV-Russ sind die Arschlöcher, die absichtlich sich keine Arbeit suchen wollen, auf Kosten des Staates leben und sich einfach ein geiles Leben auf Kosten der anderen machen wollen, ja? Meinst das sind Hartz IV-Ros. Die Zigeuner und so Roffelkartoffeln, die irgendwie hier nur einwandern, um Hartz IV zu beziehen, ja? Nein. Doch. Das waren die Deutschen auch. Ja, aber... Wie heißt denn dieser Typ nochmal? Da gibt's doch diesen einen Freak, ey. Der das macht. Wer jetzt? Das ist ein Deutscher. Dieser 50.000 Euro Scheffel aus Hartz IV. Dieser berühmte, der auch in Talkshows schon mal war. Da gibt's doch so einen Freak. Ja, den gibt's auch noch, genau. Ich merk schon, wir haben zu viel also Talkshows steht geguckt. Hier auf der falschen Stelle. Finde ich nicht. Ich habe hier gerade einen getrackten KV4 vor mir und keiner schießt drauf und wir verlieren. Ja, Jürgen, beruhig dich. Ich mach jetzt erstmal den Panther da weg. Ah, getrackt! Sehr gut. Penetration, man. Oh wow, Fußboden. Die Sechsten sind auf dem Scheißding, ey. Ach was. Wird unterbewertet. Schalt mal dein Hirn an, dann hast du auch Sechsten Sinn. Nee. Siehst du? Jetzt. Ah, fuck. Oh, der E25 Guck mal, jetzt habe ich extrem viel. Das hätte ich mir alles sparen können, was ich gerade reinbekommen hätte, wenn ich Sechsten Sinn gehabt hätte. Oh, scheiße, warum müssen die drei auf den KV ein, ne? Schießen sollen. Da hat die 7 offen. Ah, erstmal einen Schluck trinken, ne? Solange die alle. Alter, ist da hinten noch viel. Und ja, ist noch nichts alles. Mehr, ist es nichts mehr zwischen denen und uns. Also, die können jetzt komplett frei durchfahren bis zu uns. Ja, dann bleiben wir mal schön stehen. Solltet mal ein bisschen. Die. Safe ja, oder wir spielen, snipen ja. Einfach alles weg. Das meine ich ja damit. Ohne gespottet zu werden am besten. Na go, erstmal AT-7. Den AT-7 weg. Oh, oder erstmal KV4? Nee, AT-7, der dreht sich gerade so schön. KV4 hat einen Sitzen. Egal, ist mir bei KV4 hat richtig einen reinbekommen. Ja, bei dem AT-7 einfach durch die Front. Jawohl, weg. So geht das. Panther. Panther weg, komm. Der zählt auf mich. Der Kein. Fahr! Ja, du musst wegfahren mit deiner Rombe. Bist tot. Ja, die Rombe ist ja auch Bullshit. Matschpanzerung. Ja, weißt du... Ja, Matschpanzerung, ja, also sechster Sinn ist, wäre echt so hilfreich nochmal auf der Rombe. Ja, auf der Rombe. Warum sammeln wir uns gerade eigentlich alle auf so einem riesen AT-Haufen? Es gibt drei ATs, Leute. Geh mal weg von mir.
Da ist keiner bei dir in der Nähe. Ich bin schon die ganze Zeit auf der anderen Seite von den Zügen. Ja, wollte ich gerade sagen. Was willst du denn? Da ist doch gar keiner. Moritz hat sich zurückgezogen. Ja, das ist im Stand nicht vorher. Auf der Minimap rücken wir gerade irgendwie alle immer näher zusammen. Ja, vielleicht hast du die Minimap verkleinert. Nein. Nee, du hast sie immer noch viel zu klein. Habe ich in den letzten Videos auch die ganze Zeit gesehen. Stimmt überhaupt nicht. Das ist voll genug groß. Ich sehe das alles. Ich sehe das wunderbar. Da kannst du nicht immer den Namen der Panzer lesen. Aber locker flocker. Ohne, ohne jegliches Problem, ey. So, ihr Panzerviecher, fahrt mal vor hier. Kein Problem. Guck mal, da ist zum Beispiel eine E25. Ja, guck mal, wo ich bin. Ja, ja, du musst das gut, aber hier Lennart und so, der soll mal ein bisschen Gummi geben hier. Ja, doch. Mein Gott, oh Gott, immer dieser Stress hier. Weißt du, es ist Freitagabend, da will ich Entspannung. Der Panther 2 hat nachgeladen. Schon eine Woche Schule hinter mir. War noch nicht gespottet. Gib mir nicht, wenn du mit uns spielst, Leistung. Naja, ich glaube auch, ey. Der Panther 2 scheint Gamorak zu sein, so niedrige DPS wieder hat. Da stehst du immer noch? Interessant. Gamorak. Da wollen wir auch mal austesten, ey. Hey. Das war jetzt auch der steht jetzt da. Ich überleg gerade, ob ich hinterherfahren soll oder nicht. Ja. Nee, fahr nach außen auf J8 oder so. Von da aus kannst du doch auch hierher schießen. Mhm. Wenn du stirbst, dann bringt uns das allen nichts. Stadt verliert auch. Ja. Na guck mal, da ist jetzt schon außerhalb meiner Drawing hier. Was? Nein, wie bin ich da drauf gebounced? Oh mein Gott. Du bist abgeprallt, das ist nicht dein Ernst, oder? Ja, ich bin irgendwie an seiner Turmfront abgeprallt. Das ist. Oh, da fällt er wieder weg. Ey, was ein Arschloch. Bleib doch da. Wir mögen dich. Oh, Artist, ne? Oh, der T25 ist zu weit vorne. F4, achso, da steht da, na, okay. Aber wir haben ja noch die FV hinten, die wird das schon richten in der Stadt. Oh, shit. Yeah. Hä? Ich bin gespot. Wir müssen erstmal die Artis wegmachen. Panda 2 hat kein DPS. Oh, oh. Könntet ihr in dem Loch dann nochmal aufmachen? Ah, erstmal weg hier. Kann von hier aus irgendwie nichts aufmachen. Mein Leben retten. Nee, ich ging die Artis, vergiss es. Da wurde gerade irgendwas gekillt, glaube ich. Ja, die Hummel ist tot. Okay, na gut. Deswegen werde ich jetzt noch von einem anderen Winkel rangehen. Immerhin schon mal etwas. Jetzt sind nur noch hier die drei in dem Haus. Nee, zwei. Also ich habe weder Leben noch Panzerung, also ich darf mich eigentlich gar nicht erst blicken lassen, sonst bin ich direkt tot. Ich sehe den nicht mehr. Ich kann beides bieten, aber wenn ich hier hochfahre, zeige ich meine untere Wanne so hart. Da sterbe ich auch gleich. Du fährst ja jetzt schön hoch. Nein, du kommst hier an. Du hast mehr. Und wie denn? Außerdem bist du ja durch die Brücke durch. Dann bleibst du gleich parallel, also vertikal. Ja, dabei also, wäre ich gespottet und stehe dann offen auf der Brücke. Fahren, ehrlich gesagt. Wenn du über die Brücke fährst, dann bist du ja seitlich zu denen, also zum KV4 und so. Scheiß drauf, ich fahr jetzt über die Brücke. Bitte, 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 bitte. Nein, nicht gespottet werden, nicht gespottet werden, nicht gespottet werden. Nicht gespottet werden, nicht gespottet werden, nicht gespottet werden. Ich darf die gespottet werden. Ja, ich darf die Base. Ich werde noch nicht gespottet. Cool. Oh, das ist der Panther. Ich bin noch nicht gespottet. Ne? Du bist immer noch nicht gespottet, das war ich, der ihn gespottet hat. Nice Scheiße, ich bin hier rübergekommen, ohne gespottet zu werden, Julian. Ja, sag ich doch. Und jetzt hast du nämlich die mega pornöse Position, die ich haben wollte. Und dann war hier der Berg so steil, dass ich mich nicht getroffen habe. Das ist richtig dumm von mir. Ja, das war nicht so intelligent. Pass jetzt bloß auf da, ich kann da euch nicht, ne, und so. Sehr schön. Oh mein Gott, der Gott. M12 steht da in der Ecke. Der hat mich natürlich voll gekettet, ey. Wäre irgendwie ganz geil, wenn ihr den nicht... ganz nervös auf 5 gedrückt, ey. Wer ist da aus, nicht fein? Können sie nur einen von uns bekommen? Habt ihr gehört? Nein. Wäre ganz gut, wenn ihr demnächst mal cappen könntet. Nee, ja. Du kannst also voll wenn resetten. Wenn wir offen in den Cap fahren, kannst du es vergessen. Ja. Ich weiß. Also erst KV4 erledigen. Du musst nochmal resetten, ja. Die werden da safe in dem Loch stehen. Oh, du hast sie schon, ich bin noch nicht durch. Stehen voll safe. Das kann nicht wahr sein, die Isu, ey. Das ist so ein mieses Scheißding, weißt du, so ein Schaden und so ein Durchschlag. Was bin ich da jetzt? Ich hatte die Arti voll im Visier, ich hätte die in jedem Moment hochgejagt und hätte mich dann wieder verpisst. Das kann einfach nicht wahr sein, ey. Boah, ich läge, das ist ja echt unschön. Miese Arschlöcher.
Ey, wie sieht das mit der ISO aus? Wo war die? Ich habe keine Ahnung, das ist das große Problem. Ich da auf dem Berg bei DE12. Das kann auch einfach nicht wahr sein, okay, wie die... das heißt, ich sollte mich eher verpissen. Das kann nicht wahr sein, wie die auch einfach so durchkommt also mit ihren scheiß Mega-Schaden. Ja. Das ist unglaublich. Naja, also 3 halt auch noch. Und da wäre ich halt safe vor ihr nicht. Weißt du, eine Millisekunde später hätte ich die Arti hochgejagt. Das kann einfach nicht wahr sein. Bleib da safe so lange. Ja, genau, ich bleib safe. Wir haben hier sichere Position. Dann läuft das. Wir haben noch 5 Minuten. Ja, das passt alles nicht. Eigentlich müssen wir die auch nur spotten. Die Arti macht dann den Rest. Ja, die eine Arti, die Amix-Arti, könnte eigentlich spotten. Ja. Ach, was? Ja. Naja. Oh, wir hätten fast Brothers in Arms gehabt. Ja, ich konnte echt kotzen. Lennart hat natürlich wieder verkackt, war ja klar. Ja, wie immer. Halt die Fresse, ey. Weißt du, diese scheiß ISO, die so einen abartigen Schaden und dann auch den richtigen Durchschlag dazu, das ist so asozial. Ja, naja, dafür trifft sie auch keine Scheune auf 10 Meter, wenn die nicht gerade 10 Sekunden... Das hast du ja gesehen. Ja, Lack halt. Ja, eben, aber erstens das und zweitens hat sie eine mega lange Aim-Time. Ja, und eben. Und außerdem ist es... Schon vor selber, also. Ja, komm. Groß, leicht zu spotten, keine Panzerung. Genau. So richtig scheiße, Alter. Ich stehe mit dem Tier 28. Ich hätte locker abprallen können, ey. Was kann es Schaden machen und durchschlagen, aber sie kann weder treffen, auch richtig wenig Wendegeschwindigkeit. Noch tanken, noch schnell fahren. So ein Stück länger am Leben und ich hätte noch die Arti mitgerissen, ey. So eine Kacke. Also treffen kann sie auch. Ich glaube, wenn ich jetzt bluffen müsste, die Stats irgendwie... Muss ich aufpassen, dass 0,35 oder so weiter in 3,9 Sekunden. Aber... Ja, komm, Mo, du bist hier hinten noch wohl richtig safe, ey. Nee, ich bin schon knapp in Spot-Range. Wenn die jetzt ein Scherenfernrohr drauf hat oder so, kann ich mich ja mit Pech schon aufmachen. Ach ja, aber du hast ja keinen 6 Sinn, nicht? Ja, jetzt die Frage, wie näher ich mich da jetzt am besten? Ich will ja... 3 Minuten? Komm. Das ist jetzt wirklich die Frage, wie soll ich mich da jetzt nähern? Von hinten, weil die zu Julia gucken. Ich meine, mittlerweile nicht mehr sicher. Vor allem, wenn sie da im Gebüsch steht und sich nicht bewegt, gehe ich ja viel früher auf. Da kann sie sich ja in der Zeit dann schnell drehen und mich wegballern. Also so ist es ja nicht. Wir dann ist sie aber tot. Kann man einfach mal so, 2 Minuten, 3, 20 One-Hit für noch. Sie oder was? Ja, ich habe noch 300 Leben. Scheiße. Also bei 1,40 bin ich im Cap, ne? Das ist klar. Ja, ja. Also ich fahre jetzt so ziemlich drauf zu. Also ich hoffe jetzt einfach mal, dass ich nicht gleich explodiere. Wie denn? Jetzt stelle ich mich hier mal zu diesem Haus. Nein, locker nicht. Kavo. Okay. Läuft. Was? Irgendwie verlieren wir gerade zu viel Zeit. Ja, ich weiß. Ja, wenn die Sue weg ist, dann geht der Rest so schnell. Fahr mal nicht zu viel um. Ja, wenn die Arti weggerannt ist, dann haben wir dann auch nur einen Unentschieden. Da ist er. Ja, alles klar, in welche genau Richtung seitlich. Guckt sie? Aber ist noch voll. Oh, sie brennt. Hab sie. Oh, what the fuck. Was ist denn das für ein Kackschuss? Sehr schön. Die Arti macht es. So, ja. Mori Vormarsch, aber locker flocker. Ich hol mir erstmal den Cap, irgendwo, die M12 könnte weggerannt sein. Ja, das war doch schön. Die stand genau seitlich. Die hat in Richtung unseren Caps geguckt. Ja, irgendwie in dann habe ich sie noch abgefackelt und ja, sehr schön. Aber selbst wenn ich... Guck mal, da ist doch auch die M12. Selbst wenn ich sie nicht abgefackelt hätte. Die Arti hätte den Rest. Oh wow, verschossen. Julian. Das finde ich auch ganz gut. Wobei, du hast wahrscheinlich schnell genug Reload und so, ja. Sehr schön. Gut, das haben wir noch rumgerissen, ey. Ah ja. 4K Damage, richtig schön. Ärgert mich. Ach, das auch nochmal 3. Ärgert oh, mich, ey. Ja, schön. Dann habt ihr auch, oh, wenn wir alle 3 T95 haben, ey, dann geht aber das Gekrieche los, ey, ich sage euch. Oh, nee. Nee. Guck mal, Julian, das war doch ganz geil. Hab also, ich jetzt schon keinen Bock drauf mehr, ey. Ja, ja. Naja, für dich jetzt ja. Ach doch, du hast viel gespottet, ja. Naja. Ja, ich hab noch mehr Spotting Damage. Ja, du hast ordentlich gespottet und getrackt. Ja, bis zum nächsten Mal, Leute. Ja, mal kurz gucken.